begrüße ganz herzlich Frau Dr. Anouk Lehmann, Mitglied von unserem IBD-Team. Sie ist, wie gesagt, eine ausgesprochene Spezialistin für Ultraschall, hat für das und auch für ihre Weiterbildung am Die Royal College, habe ich jetzt gehört, in London 2 Jahre bei einem James Lindsay, also einem der Top-Shots in der chronischen entzündlichen Darmerkrankung, geschafft und wird jetzt, wie gesagt, einen Überblick geben über die Rolle des Ultraschall in der Beurteilung von Darmerkrankung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abend. Ich hoffe, es geht mit dem Mikrofon auch von meiner Seite. Und ich hoffe, dass wir nach dem heutigen Abend ein bisschen mehr Wissen können vermitteln vielleicht und vielleicht auch ein bisschen mehr Ideen zu Ihrem eigenen Behandlungsplan von Crohn oder Colitis. Wir werden uns heute mit dem Ultraschall beschäftigen, wie der kann eingesetzt werden bei den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Inhaltsverzeichnis von heute oben. Wir werden zuerst kurz eine kleine Einführung machen über den Ultraschall, wie der kann eingesetzt werden bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, was die aktuell traditionellen bildgeberischen Verfahren sind, und dem gegenüber setzen wir den Ultraschall. Der Ultraschall, wie er hilft bei der Diagnose von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die Vor- und Nachteile, die Patientenperspektive selbstverständlich und die jüngsten Fortschritte oder die besten Neuerungen, die es jetzt gegeben hat. Als kleine Einführung für die, die nicht wissen, was ein Ultraschall ist. Also wir haben das eigentlich von der Naturwissenschaft abgeschaut, so ganz frech. Und zwar sind das zum Beispiel Delfine und Fledermäuse, die auch die Ultraschallwellen brauchen. Und die orientieren sich mit dem orientieren. Also die suchen den Weg und die Ultraschallwellen aussenden. Und aufgrund von einem Echo, das dann zurückkommt, können sie sich eigentlich ein Objekt vorstellen und müssen dann dementsprechend ausweichen. Und wir machen das genau gleich, aber natürlich auf künstlich hergestellt. Wir haben das Prinzip abgeschaut. Und zwar ist hier der Transducer, wie wir das nennen, der Ultraschallkopf, der vorne so piezoelektrische Kristalle drin hat, dazu mal vom Mann, von der Marie Curie, tatsächlich erfunden. Und die werden wir mit Elektrizität, also mit Strom, versorgen und dann tun sich die in Schwingung versetzen. Und die pinken Kristalle hier, die dann eben die sogenannte Echowelle da unten aussenden. Und die Echowellen werden dann von der gleichen Maschine, von dem Ultraschallkopf, wieder aufgefangen. Und dann tut die Maschine nachher, die hinten dran natürlich als Computer in der Ultraschallmaschine ist, tut dann ein Bild generieren. Und die Ultraschallwellen kommen entweder gerade oder schräg oder langsam oder schnell oder entsprechend zurück. Und dann tut der Computer eben das Bild generieren. So funktioniert der Ultraschall. Und wie gesagt, also der Ultraschallkopf. Wenn das ein Bauch sein zum Beispiel, dann kommen die Ultraschallwellen von dem Ultraschallkopf nach oben und wieder auf und entsprechend, wie das Objekt dann aussieht, wird dann ein Bild generiert. Und als erstes einfach die verwendeten Typen vom Ultraschall. Das ist mir noch wichtig, dass wir hier kurz dabei stillstehen, weil es gibt ganz viele Ärzte und wo Ultraschall machen, aber nicht alle machen den gleichen Ultraschall. Also ein Herzspezialist, der macht den Herzultraschall, ein Gynäkolog macht den gynäkologischen Ultraschall, ein Urolog tut Nieren anschauen und Blase etc. Und der Gastroenterolog oder die Gastroenterologin, die schauen meistens die Leber und eben den Darm an. Und das ist mir oft wichtig, dass das Verständnis auch da ist, dass nicht jeder Ultraschall automatisch heisst, dass man den Darm angeschaut hat. Wie gesagt, das haben wir vorhin schon gesagt, der Ultraschall verwendet Schallwellen, um Bilder von diesen Organen dann natürlich zu erstellen. Und also sicher eins der Vorteile, es ist absolut sicher, kann in der Schwangerschaft angewendet werden. Das Einzige, was vielleicht nicht so ideal ist, ist der Fiberscan und die Scherwellenmessung. Auf das können wir nachher noch sprechen. Wie läuft das ab? Also wenn das der Darm sollte sein, dann ist da unten der Enddarm und das ist rechts vom Patient und links vom Patient. Und wir fangen eigentlich immer entweder im linken oder im rechten Unterbauch an und dann uns dann im Dickdarmrahmen entlang auf die eine oder andere Seite vorschaffen quasi. Wir jedes Segment ausmessen, messen, wie dick das ist und ob man dort ein Zeichen von Entzündung sieht. Wenn wir das gemacht haben, dann machen wir das sogenannte Abdominal Sweep, wo wir den Dünndarm am Schluss noch anschauen und nach Entzündungen suchen.
Genau. Jetzt zur Diagnostik von der chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, zu den traditionellen Sachen. Es geht eigentlich nicht einmal darum, ob das jetzt eine neue Erkrankung ist oder, Entschuldigung, wo ist jetzt da? Ganz weg, okay. Ob das jetzt neue Erkrankungen sind oder ob es auf der Schub ist. Und meistens tun wir auf die gewöhnlichen Mittel zurückgreifen. Das sind Bluttests, Stuhlproben etc. Und das gibt uns einen Hinweis, ob wir eben sogenannte Verdacht auf eine Entzündung haben. Und wenn wir das haben, dann gibt es ja meistens entsprechend eine Darmspiegelung. Und die Darmspiegelung ist die Endoskopie. Jetzt kommt wieder die Endoskopie, wo man von innen, das ist ein ganz normaler, schöner Darm, wo man von innen sieht, wie die Darmwand aussieht. Das hat keine Entzündung hier und es sieht wunderschön aus und wir können uns wirklich ein gutes Bild machen. Entsprechend gibt es natürlich Biopsien, die wir nehmen, um entscheiden, ob man auf mikroskopischer Ebene eine Entzündung dort sieht. Und hier als gegenüberstehendes Bild ist ein Darm von jemandem, der eine starke Crohn hat. Und man sieht die weißen Beläge, die wirklich tiefe Verletzungen sind oder Ulcerationen, wie wir sie nennen. Jetzt, gerade wenn es natürlich um eine Crohn-Erkrankung geht, sind ja meistens das nicht die einzigen Probleme, sondern der Crohn kann auch weitergehen. Und wenn es jetzt darum geht, dass man eben vom ganzen Bauch ein Bild haben, nicht nur von innen, dann kommt meistens eine sogenannte Schichtbildgebung ins Spiel. Und die Schichtbildgebung, da haben wir die traditionellen Mittel, zum Beispiel ein Röntgen, das wir zum Teil brauchen bei schwerer Colitis ulcerosa, wo es ein konventionelles Röntgenbild gibt, CT-Scans oder MRIs, wo uns einen guten Überblick geben, ob es irgendwelche Komplikationen wie Abszesse und Fischle oder Strukturen hat. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wo bleibt denn der Ultraschall und wo kann man denn da überhaupt brauchen, wenn wir ja eigentlich fast schon alles haben. Und der Ultraschall ist ein anderes Messgerät, das jetzt einfach auch noch ins Spiel kommt. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, wenn wir ein neues Messgerät haben, das spielt keine Rolle, was es ist, und dann müssen wir uns immer die Frage stellen, die vier Pfeiler eigentlich zu beantworten. Also ist es zuverlässig? Können wir das, was wir sehen, stimmt das auch wirklich? Kann man es validieren? Das heisst, kann man es wiederherstellen? Also kann man das, was der eine macht, kann das der andere auch reproduzieren? Kann man eine gewisse Veränderung dokumentieren? Das heisst, wenn ich heute einen Ultraschall mache und jemand hat in zwei, drei Wochen vielleicht eine Besserung von der aktuellen Situation, kann man das dann nachweisen? Und das Letzte, ist ein Messgerät verfügbar? Wie oft kann man das brauchen? Wie einfach ist es? Und etc. Und das wird sicher für den Ultraschall alles zutreffen. Jetzt, aber wenn wir dann den Ultraschall eben dem gegenüberstellen, als erstes wichtig ist, oder für den Ultraschall braucht es eine Expertise. Wenn wir vorhin gesagt haben, nicht alle können den gleichen Ultraschall machen und es ist abhängig natürlich von dem, wo der Ultraschall macht und von dem oder der eben die gewisse Erfahrung hat. Die europäische Richtlinie, die Europäische Vereinigung von der Crohn- und Colitis-Erkrankungen oder IBD-Erkrankungen, die empfehlen, dass man eben auf sogenannte nicht-ionisierende Methoden wechselt. Und das heisst eben, dass man versucht, die traditionellen Röntgenstrahlen zu vermeiden und dann entweder, wenn es um eine Schichtbildgebung geht, sollte man eine MRI oder eben einen Ultraschall brauchen. Der Ultraschall, wenn man ihn dann vergleicht mit dem MRI zur Diagnosestellung oder eben zum Beweisen, ob jetzt hier ein Schub ist oder nicht, interessanterweise ist das MRI, das CT und der Ultraschall fast genau gleich. In den Studien, die kürzlich rausgekommen sind, sind da wirklich die gleichen Resultate gekommen. Wenn es um die Frage geht, ob man Fischle und Abszess suchen, dann hat ebenfalls MRI und das CT und auch der Ultraschall fast genau die gleich guten Resultate. Leider, wenn es dann natürlich darum geht, um Strukturen, das sind Verengungen vom Darm, oder genau zu messen, wie viel jetzt vom Darm betroffen ist, gerade wenn es im Dünndarm ein Problem gibt, dann ist das MRI dann auch ein bisschen besser. Es kommt auch dazu, dass der Standard-Ultraschall, ich sage ausdrücklich der Standard-Ultraschall, weil wir können auch Kontrast machen, aber normalerweise brauchen wir das nicht. Und da denke ich, hat das ein bisschen einen Nachteil. Und dazu kommt, dass eben bei Strukturen der Definitionsstandard dort noch ein bisschen schwierig ist im Ultraschall. Dennoch, aber es spricht wieder für den Ultraschall wiederum, dass es eine kurze Erholungszeit gibt. Wiederholte Untersuchungen und Vorbereitungen sind nicht nötig und das spricht sicher wieder für den Ultraschall.
Jetzt, da das ja alles ein bisschen aufgekommen ist, es kommen jetzt wirklich alles mehr Phase 1 und 2 Studien für die sogenannten cross-sektionalen Bildgebungen, die eben das Ganze mit einbeziehen. Und es geht dort darum, dass Phase 1 Studien, wenn wir zum Beispiel von Medikamenten reden, die neu auf den Markt kommen, da ist bisher ist es eher gewöhnlich, dass man die Entzündungsaktivität oder das Ansprechen von einem Medikament beurteilen anhand, ob jetzt jemand bessere Blutwerte hat, bessere Symptome oder bessere Endoskopie. Und die Schichtbildgebung ist eigentlich hier noch nie so gut vertreten. Aber wie das Stardust Trial, die ist letztes Jahr rausgekommen, ist eine der ersten grösseren Studien, muss man sagen, wo wirklich den Ultraschall jetzt mit einbezogen haben und die Resultate hier veröffentlicht quasi. Und so dann sie hier die IUS ist Ultraschall ansprechen, jeweils aufteilen in Woche 4, 8, 16, 48. Und da haben wir schön können zeigen, dass das Medikament eigentlich gewirkt hat, anhand von dem, dass man sagt, die Darmwanddicke hat abgenommen. Also hier noch keine kurzen Trend. Also der MRI ist ein Ultraschall in der Studie, aber momentan in Deutschland und vor allem China sind die Ultraschallstudien wahnsinnig im Vorlaufen eigentlich. Eigentlich in Holland auch, aber dort haben sie noch ein bisschen MRT-Studien noch ein bisschen mehr. Jetzt, damit wir auch ein bisschen Verständnis haben, von was ich jetzt so die ganze Zeit rede, zur Diagnose. Der Ultraschall, den wir brauchen, das ist ein ganz gewöhnlicher Teil des Dünndarms eigentlich und versuche es ein bisschen schöner zu zeigen, damit wir wissen, über was wir reden. Also das hier, das Runde, es ist, Entschuldigung, wahnsinnig schwierig, mit einem Pointer etwas, etwas richtig zu zeigen. Genau, also das, Entschuldigung, es ist wahnsinnig schwierig, aber mit dem, da wo der Pfeil ist, der runde Teil, das ist eine Darmschlinge. Und oben genau das Gleiche, das hier sollte eine Darmschlinge sein. Das hier innen ist der Inhalt, das ist entweder Luft oder Stuhl, vermischt mit den drei verschiedenen Schichten von der Darmwand. Das ist total normal, wir schauen aber nicht nur auf die Darmwanddicke, sondern wir schauen auch, hat es vermehrte Gefäßzeichnung, hat es Lymphknoten, wie sieht der Rest vom mesenterischen Fett aus, oder haben wir sonstige Hinweise für eine Entzündung. Darm gegenüber ist das, ein entzündeter Darm. Vielleicht sehen schon ein paar, dass es wirklich ein Unterschied ist. Das ist wirklich nicht so einfach. das Weisse hier, das hat Luft sein, das ist der Darminhalt. Der ist hier relativ eng. Man kann auch sagen, dass hinter der Luft die Echowellen eben nicht mehr weiter nach oben projizieren, sondern wir messen den Darm auch immer nach oben messen. Das heisst, hier haben wir Luft und das ist dann die Wandschicht. Wir haben hier den Darm, also das ist ein queres Bild. Und das ist die eine Darmwandschicht quasi. Und die messen wir messen und die ist hier deutlich erhöht. Und dann machen wir das gleiche Bild, machen wir an gleicher Stelle noch in longitudinaler Ebene, das heisst im Längsschnitt, das ist hier der Darm. Und das ist genau die gleiche Schicht, die man jetzt hier oben auch sieht, auch dem anderen, in der anderen Perspektive. Auch das, da haben wir es nochmal genau im Vergleich, das ist auf der linken Seite ist ein schön normaler Dünndarmteil, der sehr normal aussieht, der schön dünn ist, keine vermehrten Gefäßzeichnungen, keine Umgebungsreaktionen. Versus hier sieht man, oder sehen wahrscheinlich die meisten schon, dass die weiße Schicht hier viel dicker ist als auf dem anderen Bild. Und wenn es dann um die Gefäßbildung geht, haben wir einen Score, den wir dann anwenden. Das ist der Limberg-Score. Da gibt es von 1, 2, 3 bis 4. Es gibt eigentlich auch eine 0, aber das heisst, dass alles normal ist. Und das 1 heißt, dass er verdarmt, verdickt ist, ohne vermehrte Gefäßzeichnung. Und dann sieht man hier beim 2 schon eine verdickte Darmwand mit ein paar Pünktchen drin. Und die Pünktchen, das sind auch die kleinen Gefäße, die sich bilden in dieser verdickten Darmwand. Und die nehmen wir natürlich hier zu, wenn man ins 3 oder ins 4 geht. Und beim 4 ist es natürlich sehr ausgeprägt. Und dann gibt es ein sogenanntes Consign, wo man dann zum Teil kann haben, wenn es wirklich so ausgeprägt ist. Und das macht dann auch Sinn, dass wirklich die zweite Schicht, die Submucosa, dort wo die Gefäße daheim sind, die nehmen zu und dann wird die Darmwand eben auch dicker bei der Entzündung. Kann man unterscheiden, den Ultraschall, ob es eine Crohn oder eine Colitis ist? Kann man eigentlich nicht, nein. Aber man sieht natürlich die einzelnen Features. Also man sieht, dass beim Crohn zum Beispiel das terminale Ilium betroffen ist. Das ist das hier, das dann im Dickdarm übergeht mit dem Zökum. Und das sollte ja nicht sein bei einer Colitis ulcerosa.
Ebenfalls sieht man zum Beispiel hier bei dieser Dünndarmschlinge, da hat es einen Unterbruch drin gehabt. Und das würden wir jetzt zum Beispiel als tiefe Ulzeration bezeichnen. Als tiefe Ulzeration mit einem kleinen Fistelgang, eventuell schon beginnenden Abszess. Ein weiteres Bild von einem Patienten, der natürlich für uns schön eine terminale Ilitis hat mit der verdickter Dünndarmwand. Und wenn man das Bild dann umdrehen, sieht man die vereinzelten Pünktchen hier innen. Und das wäre dann ein Limburg-Score 2. Und wir können so damit sagen, es ist eine verdickte Darmwand vom Dünndarm und hat vermehrte Gefäßzeichnung, also da ist eine Entzündung vorhanden. Demgegenüber noch die Colitis ulcerosa. Wir sehen das Esigma, das ist der Enddarm, der verdickt ist mit etwa 4,5 mm, wenn wir es hier aufmessen. Und wenn wir dann weiter nach oben gehen, wird die Darmwand ist immer noch dick, aber sie nimmt ein bisschen ab. Und dann oben, also beim Colon transversum, das ist in der oberen Mitte des Darm, ist das total normal. Und man nennt das dann eine linksseitige Colitis ulcerosa. Eben, wie gesagt, der Ultraschall kann auch Abszess erkennen. Und wir sehen, dass hier die Löcher hier in dieser Darmwand, das sind tiefe Ulzerationen und ein kleiner Fistelgang vielleicht. Und es gibt dann hier so ein schwarzes Loch quasi. Und das ist für uns Flüssigkeit meistens. Und man würde das dann in diesem Rahmen als Abszess eigentlich interpretieren. Hier noch zwei weitere Bilder. Im oberen Bild sehen wir den Dünndarm, der sich hier, das ist ein bisschen schlechtere Bildqualität tatsächlich, und mit dem hier mit einem wahrscheinlich kleinen Fistelgang, wo sich nach unten entwickelt. Im unteren Bild ebenfalls sieht man eine Dünndarmschlinge, wo dann noch hier unten mit dieser schwarzen Flüssigkeit sich deutlich etwas ansammelt, was nicht eigentlich dort angehört. Als letztes noch, wieso wir immer sagen, dass wir unbedingt die Stuhlprobe wollen und das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ärgerlich ist, aber für uns ist es wirklich wahnsinnig wichtig, weil die drei Käfer hier, die wir sehen, die Yersinia, Campylobacter und Salmonella, die machen eigentlich im Ultraschall zum Beispiel genau das Bild von einer aktiven Kronentzündung. Also das ist der Dickdarm, der hier entzündet ist, der Anfang des Dickdarms oder das Ende des Dünndarms, und darum brauchen wir auch die Stuhlprobe zum Ausschließen, dass wenn es einen aktiven Schub hat, dass dann dort nicht eben irgendeine so eine Infektion vorhanden ist. Gut, der Vorteil, nochmal kurz zum Zusammenfassen, es ist nicht invasiv, es ist keine Strahlenbelastung, man braucht keine Sedierung und auch keine Injektionen, die hier erforderlich sind, gegenüber vielleicht dem MRI. Es ist kostengünstig, kann man grundsätzlich kostengünstiger als ein MRI oder ein CT. Es ist eine absolute Barrierefreiheit, also man kann den Ultraschall auch im ambulanten Bereich brauchen, man kann ihn mitnehmen auf eine Station, und es gibt eine sogenannte Echtzeitbildgebung, das heisst, wir sehen etwas und das, was wir sehen, können wir entsprechend sofort interpretieren. Es gibt aber auch Einschränkungen beim Ultraschall. Und zwar ist der Ultraschall abhängig vom Bediener oder von der Bedienerin. Genauigkeit hängt also ab von dem, was der Ultraschall durchführt. Und wie gesagt, es muss die entsprechende Expertise vorhanden sein. Ebenfalls ist es abhängig vom Gerät. Es gibt ältere Geräte, die sind nicht mehr so gut wie die heutigen Geräte. Man kann vielleicht auch sagen, dass wir uns nicht mehr gewöhnt sind, weil wir jetzt mittlerweile so viele gute Geräte haben. Aber bei den besseren Geräten sieht man sicher mehr, das kann man so sagen. Eine andere Einschränkung ist die eingeschränkte Sicht. Und da gibt es gewisse Situationen, wo das für uns schwierig wird. Und das ist einerseits bei starkem Übergewicht und andererseits bei Leuten, die viel Luft im Bauch haben. Und dort, also beim Übergewicht, ist es einfach so, dass die Ultraschallwellen, die haben, wenn sie eine lange Strecke zurücklegen müssen, werden sie ungenau. Und das Bild wird dann ein bisschen verschwommen quasi. Von dem her wird das in solchen Situationen eher schwierig. Und bei Luft kann man sagen, dass auch die Ultraschallwellen die wie reflektieren und auch dann das Bild schwierig wird. Aber Gott sei Dank ist das zum Glück nicht immer der Fall. Aus der Patientenperspektive natürlich von Ihnen, was Sie können erwarten können. Das ist beim Ablauf eines Ultraschall. Sie tun bei uns immer ein bisschen vor dem Termin eintreten. Das machen wir, damit wir irgendwie den Ablauf noch ein bisschen gewährleisten können und dann beim nächsten Patienten nicht zu spät sind, obwohl das manchmal nicht immer so einfach ist. Vorbereitung, wir haben es am liebsten, wenn es natürlich eine Faste gibt, weil dann tut sich der Darm weniger fest bewegen. Idealerweise haben sie auch eine volle Blase, das muss nicht sein, aber das wäre manchmal zu wünschen, wenn man dann auch dort den Darm ein bisschen besser abgrenzen kann. Geht meistens etwa 15 bis 30 Minuten, länger nicht, es sei denn, wenn sie noch ein Gespräch haben etc. Aber länger als 45 Minuten sollte das Ganze eigentlich nicht gehen. Und
da stellt sich noch die Frage, wie der Ultraschall in Ihren Behandlungsplan hineinpasst. Und es kann, also kann genommen werden als ergänzendes Werkzeug zu anderen diagnostischen Methoden und so werden wir sicher auch brauchen. Das werden nicht immer nur den Ultraschall machen, sondern wir brauchen auch andere Sachen auch dazu. Und ideal ist es einfach, wenn wir das regelmässig machen können. Oder es ist günstig, verfügbar. Wir können alle 3 Monate, wenn es muss sein, also einen Ultraschall machen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Und das Letzte noch, die Kollaboration mit dem ganzen Behandlungsteam ist für uns auch sehr wichtig. Also wenn Sie irgend zum Beispiel noch jemand anders den Ultraschall haben, wenn das jetzt bei der Radiologe zum Beispiel ist, dann ist es immer wichtig, dass wir dann auch die Resultate haben und wissen, was dann dort auch rausgekommen ist. Das einfach noch so als Info, wo sicher im ganzen Team helfen. Jetzt noch die versprochenen Fortschritte im Ultraschall als Schlusserwähnung noch, sagen wir, die verbesserte Qualität. Das ist sicher etwas, dass die Ultraschallmaschinen einfach alles viel besser werden. Dass die irgendwie alles viel besser werden. Schade, es geht wieder nicht mehr. Ja, nein, es geht nicht. Okay, wahnsinnig schwierig. Verbesserte Qualität ist etwas, was sicher Fortschritte sind und Fortschritte auch mit sich bringt. Denn der Kontrast verstärkt die Ultraschall- und Scharwelle. Das ist ein Bild von Kollegen von Amsterdam, wo momentan eine Studie durchführen und die Scharwelle-Elastographie, die wir bisher meistens bei der Leber nicht mehr brauchen, wo die Dichte vom Gewebe messen. Und man hat hier 2 Darmschlinge, hier ist die eine und hier ist die andere. Man sieht sie natürlich nicht so gut, weil die 2 Kästchen da drüber sind. Auf dem linken Bild, tut man, da wo der Kreis ist, macht man eine entsprechende Scharwellenmessung. Das ist eine Punktaufnahme, wo man versucht, hier Darmwand zu messen. Und das sind 8,7 kPa. Dem gegenüber haben wir eine Stelle ausgesucht, hier, wo wir auch die Scharwellen durch die Scharwellenmessung machen und wir sehen 21,4 kPa und wir können daraus schließen, dass es echt viel dichter das Gewebe ist und viel weniger elastisch. Wieso ist das wichtig? Weil oft stellen wir uns die Frage, wenn es noch immer eine Verengung gibt vom Darm, dann müssen wir ja wissen, ist das jetzt etwas, was man mit Medikament behandeln kann, oder ist das etwas, was man muss allenfalls operativ oder mit der Endoskopie angehen muss. Und da wäre das natürlich schon, wenn das jetzt funktionieren und die Daten auch positiv sind, wäre das eine wahnsinnige Hilfe, um den entsprechenden Behandlungsschritt einzugehen. Genau. Als Letztes noch, das sind Bilder von einem Kongress von letztem Jahr. Das war ein Case Report von einem Patienten von Kanada, der den Ultraschall selber daheim gemacht hat. Und wir sind alle so begeistert gewesen. Ich hoffe, es ist für euch auch, für sie auch alle ein bisschen Begeisterung, weil A und B ist ein Ultraschall, also eine Darmschlinge von unten und oben, wo ein Patient wirklich selber allein daheim gemacht hat. Und das war natürlich ein Versuch gewesen, aber die Firma hat einen Ultraschallkopf mitgegeben und der ist verbunden worden mit dem Nattel. In dem Sinne ist ein iPhone gewesen und hat dann die Bilder direkt ans Behandlungsteam geschickt. Und in dieser Situation hat man dann den Vergleich machen und genau die gleichen Bilder dann, durch das Ärzte-Team dann gemacht. Und man sieht, also für die, die jetzt schon ein bisschen ein Auge haben für den Ultraschall, sind extrem, extrem gut. Und das ist vielleicht Zukunft, das ist überhaupt noch nicht, dass wir das heute können anwenden können, aber vielleicht ist das tatsächlich Zukunft, dass man dann so kann, sogar die Bilder von daheim interpretieren kann. Genau. Als Zusammenfassung noch, der Ultraschall ist nicht invasiv, verfügbar und günstig, sind geeignet für wiederholte Untersuchungen als Hilfe im Behandlungsplan von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und wichtig ist, dass Sie, wenn wir es einmal vergessen, dann Sie doch uns ansprechen, damit wir vielleicht sogar ab und zu einen Ultraschall machen können und wissen, wo wir aktuell stehen. Gut, das war es schon gewesen. Ich hoffe, es war interessant gewesen und bedanke mich natürlich beim ganzen Team für uns. Und hoffe, Sie haben noch Fragen, die wir gerne beantworten. Gibt es gerade Fragen, die wir müssen gerade sofort angehen? Also ich glaube, ja, bitte. Das Mikrofon kommt. Das Mikrofon. Ultraschall oder Koloskopie? Verstehen die einander im Weg?
die stehen einander zum Glück nicht im Weg. Man kann beides machen. Aber die Frage, nehme ich an, läuft darauf aus, ob man weniger Darmspiegelungen muss machen in Zukunft. Man kann das mit dem Ultraschall ersetzen, nehme ich an. Also ist nicht nur ein Diagnosemittel, dass man sagen kann, es ist Colitis oder es ist Morbus Crohn. Nein, so weit sind wir nicht. Für die Diagnosesicherung brauchen wir die Histologie immer noch. Da kommen wir nicht drum herum. Also das tut es nicht ersetzen. Aber vielleicht kann man tatsächlich die ein oder andere Darmspiegelung sparen, wenn es darum geht, zu herausfinden, ob es jetzt eine Entzündung gibt oder nicht. Und kann man auch Laborwert abdecken, Kalprotektin oder irgendwas? Das denke ich eher nicht, nein. Also es, ist, es wird... im Einzelfall vielleicht schon, im Einzelfall verlangt uns das, wenn es jetzt darum geht, wir haben einen Schub, wir wollen wissen, ob es in 3 Monaten besser geworden ist, dann kann es vielleicht im Einzelfall das einmal lange, aber grundsätzlich würde ich sagen, nein, man muss es immer zusammen anschauen. Ja, danke schön. Also ich glaube, der grosse Vorteil ist, es ist simpel, schnell gemacht, wenig belastend für Sie als Patientinnen und Patienten. Und es ist wie eine Art eine zusätzliche Information zum Labor, zu der Endoskopie. Und es ist eben etwas, was man kann, eine Koloskopie kann mit alle 3 Wochen machen. Und die schon mal im MR gelegen sind für so eine Dünndarmuntersuchung, die wir vorher haben müssen trinken, das ist auch nicht so lustig. Das heisst, es ergänzt unsere Möglichkeiten, in den Bauch hineinzuschauen und können Therapie besser steuern oder vielleicht auch Beschwerden besser zu verstehen, ergänzt enorm. Aber eben, es hat nur eine gewisse Fähigkeit und alles andere muss man dann noch ergänzend sonst machen. Der Ultraschall selber oder? Spezifischer Darm. Das ist eine gute Frage. Man hat so ganz früher hat man auch schon Darmultraschall gemacht, aber es ist jetzt durch, sagen wir, gewisse Organisationen, die sich gebildet haben und auch zusammengeschlossen haben, weil leider kann man das ja nicht allein machen, hat man wirklich auch eine Studie machen. Und um halt wirklich Fortschritt zu haben und sich auch beweisen gegen eine Koloskopie oder gegen eine MRI, brauchen wir einfach viel Daten, wir brauchen viele Leute, wir brauchen Scores, wir müssen wissen, was heisst eine Entzündung, oder? Ist es jetzt 3 mm, 4 oder 5? Und um das herauszufinden, muss man viele Patienten haben, man muss es machen. Und jetzt sind wir wirklich auf einem Moment, wo das kommt und der Trend oder die Peak, das ist sicher auf etwa 5 Jahre jetzt gekommen. Dann würden wir weitermachen. Sehr gut, danke vielmals, Anouk.